Ja, ich habe natürlich genau beim Tod geladen. Das davor geht auch. Das kann ich euch schon sagen. Weil... ich genau einen Ort noch nicht angeguckt habe. Ich bin tot. Es war so klar. Den letzten Zentimeter. Den letzten Zentimeter, wo ich hochklettern muss. Und sie trifft mich. Ich hasse dich, Sophia. Ich hasse dich. Oh. Mich am allerwertesten. Ich muss hier hoch. Ja, leck mich am Hintern. Anna, schaffe ich das nicht. Es ist einfach zum Kotzen. Ich will einfach kein Medipack benutzen. Das ist... warum Lara noch eine Fackel in der Hand hält, ist mir selber ein Rätsel. Ja, lol, durch die Wand! Durch die Wand! Immer diese durch die Wandschüsse, die regen so dermaßen auf. Das glaubt ihr gar nicht. So. Speichern. Jetzt kommt der interessante Teil. Jetzt kommt der interessante Teil und ich sterbe. Obwohl da nichts hinkommt. Da hinten muss ich hin. Ich muss ein Medipack nehmen. Da kommt kein Weg drum rum. Das kotzt mich jetzt schon an. Und Lara hält sich nicht fest, das ist noch viel geiler. Ja! Das ist geil. Das ist... scheiße. Halt dich fest! Alter, Lara, du bist schon unfähig, dich festzuhalten. Das gibt's ja nicht. Du springst genau von der Kante ab. Man kann nicht weiter springen als das Stück. Das kann's nicht sein. Jetzt nehme ich mir extra Zeit. Ich verliere Leben, damit dieser Sprung klappt. Ja, genau. Das macht Sinn. Wie komme ich da jetzt dran?
Das ist jetzt mal eine interessante Frage. Wie komme ich jetzt da dran? Das ganze Ding steht nämlich, das ist, wie man sieht, unter Strom. Na lol. Außer ich kann es von hier schon aufnehmen, ohne es zu berühren. Ja, Lara. Wie soll ich denn das machen? Ich kann es doch nicht einfach aufnehmen. Na lol. Ja. Ja. Was mache ich nun? Hey, da ist ein Schalter. Ja, lol. Da ist ein Schalter, der den Strom ausmacht. Genau. Das macht Sinn. Es gibt ein Geheimnis. Egal. Und es geht auf in die Arktis. Antarktis. Hier ist MLAX an Basis. Bitte komm, Basis. Bitte komm. Alles tot, Mann. Wir müssen landen. Das wird zu wild. Gut festhalten da hinten. Oh, das war knapp. Wie gesagt, das war knapp. Für uns. Für die, tja, ist es gelaufen. Und wir sind in der Antarktis. Da-da-da. So. Wie war das mit... Es ist leicht, ich habe schon jetzt keinen Plan. Ach, war es nicht so, dass man... fast sofort erfriert, wenn man im Wasser ist? Allein beim normalen Treiben auf der Stelle dürfte sie nämlich nicht so schnell erfrieren, aber so ist, wenn ich mich bewege. Und so ist, wenn ich treibe. Es ist genau gleich. Allein wenn man so auf der Stelle, dann wärmt man sich noch so ein bisschen, aber nein. Das war zu wenig Logik für die. Oder zu komplex, das überhaupt umzusetzen. Ich brauche einen Schlüssel? Was? Ich bin doch jetzt schon überfragt. Also ich sag nie wieder, dass es einfacher wird. Ich weiß nur, dass Lara ziemlich schnell erfrieren wird hier drin. Bei meinen Schwimmkünsten. So. Da hinten kann ich irgendwie hangeln. Ich weiß nicht mal, ob ich hier richtig bin. Das ist viel wichtiger. Aber okay. Blind ist natürlich immer besser, aber... Gott. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Und brauche nicht irgendwas, was in der Hütte ist zuerst. Weil das wäre... für den Arsch. Aber bald kommt mein Lieblingslevel. Entweder ist es das nächste oder das übernächste. Obwohl, ich glaube, die nächsten beiden sind meine Lieblingslevel.
wenn ich mich recht entsinne. Aber mal sehen. So. Hier ist Endstation. Ach, man muss den Schaden nehmen. Leckt mich doch. Ja, wie man das kennt, muss hier bestimmt noch einer an Bord sein. Oder auch nicht. Oh, hier drin. Ja, das war doch sowas von klar. Das ist normale Tomb Raider-Logo. Und wo der herkommt, das ist mir ein Rätsel. Der war gerade eben noch nicht da. So. Sesam, öffne dich. Ich frag mich eigentlich, wie dieser Spruch auf Englisch heißt. Ich kenne nur Sesam, öffne dich, das Deutsche. Heißt das übersetzt wirklich Sesam, öffne dich? Aus dem Englischen? Ich habe keine Ahnung. Wenn da jemand Näheres zu weiß, kann er das gerne sagen. Das sieht aus wie ein Hebel. Der macht was? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ach, sowas liebe ich ja. Vielleicht hat er jetzt die Tür da aufgemacht. Oder auch nicht. Irgendwas an Bord? Ich will auf jeden Fall mal speichern. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel. Aber das, was Sie sehen, ist auch nicht viel. Mal gucken, ob sich das Boot zufällig heruntergelassen hat. Ne, das ist viel zu weit weg dafür. Da muss irgendwas passiert sein, also. Ich habe keine Ahnung. Was bauen die hier auch keine Sequenz oder so? Aha, okay. Ja, lol. Leck mich. Okay, sterben. Warum geben die mir nichts? Die sind alle scheiße. Geh sterben. So. Ein Knopf. Und jetzt darf ich bestimmt im Kreis rennen. Na. Zum Glück nicht. Das wäre aber fast zu erwarten gewesen. Und wäre auch nichts Ungewöhnliches. Hätte ich jetzt im Kreis rennen müssen. Ohne Witz. Ja, lol. Wie schafft ihr es, ohne Futtervorrat hier zu leben? Du hast Tigelmoni. Das gefällt mir doch. Was haben wir hier unten? Ah! Jetzt wird das Boot runtergelassen, oder? Ja. Sagt mir jetzt aber nicht, ich finde den Schlüssel erst später und muss mit dem Boot wieder zurückfahren. Ah.
Naja, auf jeden Fall geht's hier beim nächsten Mal weiter und bis dahin, ich bin euer MK Indiana Jones.